Was ist der Plan? Was ist der Plan? Wir sneaken uns erstmal und gucken uns erstmal da ein bisschen an, was da ist. Mit Perle oder laufen? Perle, ich hab. Corona ist tot. Lol, wie viel Damage hast du da gemacht? Tut mir leid. Das war mit Abstand die krasseste Varo-Folge, die es in der vierten Staffel bisher gab. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Varo 4, Nummer 17. Jo, hi. 17, würde Chris von Pizmin jetzt auch sagen. Das ist aber eine andere Geschichte. Wir sind hier am Ort des Geschehens und es hat sich nichts mehr ereignet. Wir wissen nach wie vor nicht, wer das ganze Zeug gelootet hat. Unsere Folge kam auch voll spät on. Und was wir aber jetzt schon mitbekommen haben, weil Izzy ist ja am selben Tag online ging und Faisons einen Tag später, und das ist dieser Tag gerade, ist, dass sich viele von euch beschwert haben darüber, dass wir gecleanupt hätten. Und ich dachte, da wollte ich einfach nur mal kurz zu sagen, dass unser Fight war, es war unser 2v2. Ihr habt unsere Sicht vorher noch nicht gesehen, ich hoffe, ihr versteht es nachher. Dass es einfach unser 2v2 war und Faison dazu kam. Klar hat Faison vorher auch gegen ihn gekämpft, aber der hat doch gegen Early Boy und Dadosh gekämpft. Es war einfach ein Chaos-Fight. Und selbst wenn wir nicht abstauben wollen würden, wir müssen, also, weil es geregelt ist. Ja, also, wenn wir Gegner sehen, wir müssen halt drauf gehen. So, ja. Wir hatten halt ein 2v2 gegen Nextotech und Corona und wir haben halt erst gelootet und sind dann halt Nextotech. Unsere Intention war es halt jetzt nicht, Faison irgendwie zu cleanen, sondern wir wollten halt noch Nextotech halt holen, weil sie einfach guten Stuff hatten. Und dann ist halt Faison auf ihn draufgegangen. So, aber ja. Was sollen wir halt machen? Sollen wir dann sagen, okay, wir warten jetzt noch? Klar, aber man muss halt auch dazu sagen, so, jeder andere hätte das halt genauso ausgespielt. Exakt. Klar, es ist halt irgendwie eklig und hin und her. Aber versteht das bitte. Das Ding ist halt, Faison hat es ja auch greedy ausgespielt. Er hat ja überlebt, er hat es richtig gut runtergechuckt, das war echt well played. Der Fight generell war von jedem sehr gut gespielt, finde ich. Es war einfach eine unterhaltsame Folge. Genau. So insgesamt alles. War echt einfach gut anzusehen. Mhm. Aber wir haben jetzt einfach keine Ahnung, dass wir jetzt ein bisschen so ein Flame-Up kriegen. Also, ja, ist halt. Ja, ist halt. Muss nicht unbedingt sein, weil, wie gesagt. Wir hatten oft Fails und jetzt haben wir es endlich mal geschafft und das soll uns mal ja, wir sind sowieso triggert, weil wir einfach schon davor so die ganze Zeit unsere Fail-Snipes hatten und dann, keine Ahnung, jetzt wollten wir einmal so ein kleines Erfolgserlebnis einfach mal enjoyen. Aber ja, wir wollen uns auch gar nicht jetzt so groß zu einer Sache jetzt machen. Ich meine, es ist jetzt passiert, das ist halt Varo und ja, nur dass ihr uns versteht, wir waren halt einfach in einem 2v2, wollten halt den Fight noch zu Ende abschließen, phasen, dann nochmal draufgegangen und ja. Ist halt weggekommen. Exakt. Halt natürlich, es ist halt auch schwer, ihn einzuholen, ne? Wenn wir uns nicht boosten können. Hätten wir uns boosten können, wäre es halt bestimmt. Er hat uns halt einfach outrun, also er ist echt gut gelaufen. Und er hat sich dann auch irgendwann eingebuddelt, also das habe ich in seiner Folge gesehen. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, also ich glaube, wir hätten ihn auch gar nicht mehr gefunden dann. Lass mal hier, wollen wir hier die Äpfel farmen? Ich bin gerade noch in den Plains-Biom, ich sehe den Wald, glaube ich, erst gleich. Aber ja, können wir machen. Einfach Richtung Süden dann. Aber hier sind noch relativ viele Schafe. Ich habe jetzt schon einen Richtung Viertel. Süden, okay. Ja, Viertel Stack. Ich habe viele Hasen mitgenommen und kann auch daraus Leder machen, aus der Rabbit halt. Stimmt, brauchst du vier Stück, ne? Ja, und ich hab 5. Also eins geht schon. Wir können auch noch Pfeile machen. Zwei Zuckerrohr. Ey, weißt du, was das hier ist? Hier ist dieses Cleanstone-Cobblestone-Ding, das aussieht wie ein Pilz, was wir irgendwann mal gesehen haben in einer ganz frühen Folge. Wie wir zum ersten Mal zum Spawn gelaufen, zu Tommy und Mandado gelaufen sind. Ja. Welcome back. Ja, wir farmen heute Äpfel, das wollten wir schon wieder seit einigen Folgen machen und haben nie hinbekommen. Willst du mir mal das Pork droppen, das gekochene? Ja, habe ich getan. Heute ist übrigens wieder so eine Chill-Folge, aber wir werden schon, dass wir wieder fighten, weil wir haben jetzt das Obergear. Also, wir werden jetzt nicht irgendwie so sagen, ja, jetzt aber heute mal nicht, oder? Wir wollen jetzt einfach jede Folge fighten, wenn es geht. Ja, wir haben halt einfach verdammt viel Gold. Es wäre einfach dumm, wenn wir jetzt in den Fight gehen und halt das Gold nicht in Gaps verwandelt haben. So. Ja. Und es ist auch nicht möglich, jede Folge zu fighten. Also, wir schauen, dass wir eine Folge farmen, eine Folge fighten, eine Folge farmen, eine Folge fighten. Je nachdem, wie es sich halt ergibt. So. Kannst du noch Kobbel für mich, damit ich noch Öfen machen kann? Oder Öfen? Ich habe kein Kobbel. Nee, ich nehme schon mittlerweile nur noch Holz als Blöcke. Oh, shit. Okay. Nicht, du kannst da, hast du so viel zum Braten, oder was? Ja, ich hab noch eine Menge Hasenfleisch auch zum Beispiel und Matten auch. Mach einfach, du kannst dir nochmal aufteilen, dann, wir sind ja lange hier. Ich bin jetzt schon dabei. So, ich mach noch den Matten. Gut. Lass mich kurz überlegen, kann ich noch irgendwas machen hier? Die Pickaxe hebe ich mal auf, die Fortune 2, weil vielleicht brauchen wir die irgendwann nochmal, ne? Auf jeden Fall. Also auch zum Gravel Farm ist die gut. Genau, so, das brauche ich dann erstmal nicht. Oder? Funktioniert doch so auch, es dauert halt länger, ja, aber... Ja, die hat nicht mehr so viel Durability, aber ich werde die dafür auch benutzen, auf jeden Fall. Ich werde. Ist das eine Dia oder ein Eisen? Eine Dia. Okay. Hat noch 360 Durability. Und ja, Boys F3H ist erlaubt. Ausnahmsweise. Jo. So.
Wie gesagt, ein paar Äpfel gönnen jetzt eventuell ein bisschen Gravel, damit wir noch mehr Pfeile machen können. Und die kann ich dir aber wir brauchen eigentlich gar nicht mehr, ne? Du gibst mir einfach deine, du behältst einfach so einen halben Stack oder so. Mhm. Das passt eh. Hab ich auch automatisch mehr Infospace, das ist auch gut. Wegen, dass du halt den Flamebow hast, ist halt einfach verdammt gut. Und das ist halt nicht nur Flame, es ist halt einfach noch Power 5 und Infinity. Genau. Also das wussten wir auch gar nicht so. Wir haben, das ist auch die Sache, ich habe mit Corona gestern noch richtig lang geschrieben. Die hatten uns auch als Ziel. Also die haben uns ja in der Folge davor schon gesehen und wussten halt nicht, dass wir sie gesehen haben. Das war unser entscheidender Vorteil, weil die halt total auf uns vergessen hatten dann, als Phasen auf sie drauf ist zum Beispiel. Ja. Und wir wussten das halt, wir haben alles beobachtet und so, das war einfach auch richtig. Wir hatten die beste Position, sag ich mal, in dem Fall. Ja. Aber Corona und Nexotec kannten uns auch als Ziel, weil für die genau das gleiche so auf dem Spiel stand. Die hatten die Rüstung nicht, aber wir hatten die Waffen nicht so, die die hatten. Und wenn wir das komplette Equip von denen gelootet hätten, dann wären wir mit Abstand das allerbest ausgerüstete Team in Varo. Wir sind trotzdem immer noch mit dem Bogen jetzt das stärkste Team, was wir jetzt noch machen können. Aber wir hätten noch eine Prot 4 Chestplate bekommen, wir hätten Prot 3 Helme und Schuhe machen können, weil die halt alles hatten. Also die hatten Prot 3, wir hätten Prot 4 machen können. Ja. Was weiß ich noch was, das ist richtig sick. Aber das Equip, was wir jetzt haben, ist halt auch schon mega. Willst du schon mal das Sharp 4 machen? Ja, mache ich gleich. Kannst du einen Amboss stellen? Ich glaube, ich kann einen. Weißt du, wo ich bin gerade? Ich bin bei den Öfen. Ja, warte, ich baue ihn einfach noch nebenbei ab. So. Wenn du mich siehst, dann komm einfach ran, dann gebe ich dir das. Okay, ich pack nochmal kurz was in den Ofen, weil hier lag noch was. Ich glaube, hier war jemand irgendwann mal. Ah, ich seh dich. Hier ist mein Sharp. Press. So, nämlich Sharp 5, das steht dann immer noch auf dem Plan für mich. Damit ist dann mein Schwert auf jeden Fall fertig abgeschossen. Klingt dir das wieder noch? Merci. Ich habe jetzt noch 3 Level, soll ich jetzt noch irgendwas machen? Soll ich deine Schuhe mal versuchen? Ich glaube, da brauchst du mehr. Gib mal. Oder versuch mit einem Buch. Also ich glaube, mit einem Buch schaffst du es vielleicht mit 3 Leveln. Aber ich glaube auch nicht, mit einem Buch kostet glaube auch 5. 7. Ja, 7. Ja, aber das kriegen wir hin. Ich droppe dir die wieder. Hier. Ich habe noch ein Prot 2 Buch, aber ich weiß nicht, was. Ich habe jetzt eine Prot 1 Chestplate, ne? Du hast Prot 3, richtig? Ich hab Hose und Chestplate ist bei mir Prot 3. Ja, die Sache ist, ich habe jetzt noch eine zweite Deer Chestplate im Inventar und ich habe ein Prot 2 Buch. Die Deer Chestplate ist nicht verzaubert. Würdest du die Spare behalten oder würdest du jetzt eine Prot 3 aus meiner machen auch? Also wir könnten ja, ich muss ja nur die Deer Chestplate auf Prot 1 verzaubern, dann mit meiner kombinieren und dann Prot 2 Buch drauf machen, habe ich auch Prot 3. Ja, aber ich meine, du mach doch lieber einfach ein anderes Teil Prot 3 mit dem Buch. Also ein Prot 2 Teil auf Prot 3 meinst du? Ja, würde ich einfach machen. Das wäre bei mir der Helm, weil Schuhe und sowas. Dann habe ich 3 Prot 3 Teile und einmal Prot 1. Das geht schon klar. Ja, es ist gar nicht so dumm, wenn wir halt verschiedene Teile Prot 3 machen. Wenn ich halt, mach du halt jetzt keine Schuhe. Ja, ich habe Schuhe, hab Schuhe schon. Die habe ich von Corona bekommen. Ja. Aber es hier passt sind echt schon. Verdammt viele Bäume. Ich hoffe, es droppt noch. Die Schuhe können wir übrigens gleich machen. Es wird jetzt Nacht und wir haben noch genug Zeit. Ja. Also das geht safe. Wir brauchen aber auf jeden Fall viele Äpfel. Also ich würde, also 20 Stück wären halt schon sick, aber... Ich baue so lange ab, bis meine Axt drüber ist, mal. Ja. Schau mal weiter. Weiß ich sogar, Effi würde vielleicht sogar Sinn machen auf die Axt. Meine ist verzaubert. Ja. So. Hier ist eine Workbench, ich glaube. Weißt du, wo wir hier sind? Wo sind wir? Das ist die Workbench von Revi und Mo aus der ersten Folge, wo die hier den Baum abgebaut haben. Achso. Das weiß ich noch, weil ich habe mir die Folge von denen extra angeguckt, weil die auch zu uns in die Richtung gelaufen sind. Wir haben es hier gebaut und nebenan waren Mo und Ari. Das ist gerade der Wald, der Startwald. Cool. Ja, macht ja auch Sinn von den Chords so. Ja, ja, klar. Man sieht mal, wie weit der entfernt ist von der Null schon. Ja, ist echt krass, ja. Oh, da ist eine Witch gespawnt. Hol ich mir gleich mal. Ja, geh einfach raufkritten. Ja, safe. Obwohl, warte mal, ich hab's da dran. Weil jetzt auch noch ein Power 3 Bogenspear. Ich meine, keine Ahnung, wenn wir halt echt mal überhaupt nicht wissen, haben wir noch Strings. Ja, 30 in der Teamchest. Wenn wir halt gar nichts wissen, was wir mit den Leveln machen müssen. Ich muss nicht zwingend einen Power 5 haben, weil ich sowieso nicht so viel mit Bow bin. Also ich bin eher auf Nahkampf, aber... Ja, ist ja auch besser, solange nur du das Fire Aspect hast, dass du auf Nahkampf gehst. Ja, genau. Aber mit dem Power, also mit dem Flamebogen, du kannst halt selbst, wenn es bei dir echt knapp wird, du kannst halt so... Und dann haben die erstmal zu tun mit Wasser. Ich hatte gerade wieder Standbild des Todes. Leute, wenn der Ton ab jetzt asynchron ist, dann tut mir das sehr leid. Ich versuche das in einem Videobearbeitung zu fixen. Ich weiß nicht, was das immer ist, aber es passiert zum Glück nie im Kampf. Noch nicht. Ja, ich schwöre es mal nicht. So. Wie viele Äpfel hast du mittlerweile? Bisher nur einen. Ich habe auch noch nicht angesammelt zu viel. Ja. Ich check jetzt nochmal rum. Hier nochmal den Baum ab. Aber bisher nicht so lucky gerade. Wie viel hast du? Ja, ich habe 4 Stück. Okay. Ja, eventuell wäre es doch der Sumpf gewesen, ne? Aber da wären wir ewig lang. Ja, aber da, ich glaube nicht, dass wir da mehr jetzt rausgeholt hätten in der einen Folge. Ja, weil wir so lange laufen müssen, da wäre eine zweite Folge gebraucht. Boah, denn... Wir haben ja noch Zeit jetzt erstmal. Ich muss mir eine neue Axt machen.
Auf jeden Fall haben wir auch verdammt viele Blöcke jetzt erstmal. Ja. Ist auch mal relativ wichtig. Auf jeden Fall. Man hat jetzt keine Cobblestones mehr, sondern Holz. Ich wünschte, man dürfte F3B machen, wie gesagt. Dann würde ich die Äpfel halt alle instant sehen. Ich muss immer rumlaufen und suchen. Wie ist Batman? Ja, lauf gar nicht erst so viel rum. So. Wir bauen einfach in der Zeit einfach noch so viel ab. Und ja, dann. Ja, mach ich auch. Noch ein Pferd. Ich habe noch einiges an Leder bekommen, aber wir haben halt keinen Zuckerrohr mehr, ne? Oder? Ja. Schade. Es ist halt schade, dass wir durch Corona und Exotic kaum Bücher gekriegt haben. Ja, die hatten halt viele, aber die... Also was mit dem Loot passiert, das wissen wir nicht. Also Faison hat es anscheinend nicht, weil der hat sein Inventar voll gehabt mit dem Loot von Early Boy. Der hat halt nur die Gaps gestackt. Außer er hat ein Buch im Inventar, das weiß ich nicht genau. Wir können uns halt vorstellen, dass Dadosh sich den Loot geholt hat. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt sagen, dann wissen wir das schon. Also dann müssen wir uns das nicht mehr schreiben, weil dann haben wir die Folgen ja auch schon gesehen. Droppen mir gerne Äpfel, was ist das? Never lucky. Da liegt einer. Also ich habe 7 Stück jetzt schon. Ich habe 3. Wir haben ja noch Zeit ein bisschen. Ja, ja, so 6 Minuten oder so. Wird noch gehen. Hoffentlich passt es. Geht schon, geht schon. Und heute nimmt doch keiner auf. Das ist keiner mehr Boxer. Es ist wirklich ein Tag nach dem Massaker. Alle Leute chillen jetzt erstmal, glaube ich. So. Magst du Real-Life-mäßig rote oder grüne Äpfel mehr? Boah, das kommt drauf an. Es gibt, finde ich, so rote Äpfel, die sind nicht so saftig. Verstehst du, was ich meine? Also die ja, sehen so saftig aus, aber sind nicht so saftig. Das ist so richtig die Enttäuschung. Ja. Die sind nicht so geil. Weil ich finde grüne zu sauer. Ich kann das nicht. Ich mag sauer gerne. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Also, ich mag sauer echt gerne und deswegen könnte ich mir das gönnen. Da habe ich kein Problem mit. Aber ich glaube so... Ich finde, grüne Äpfel sind auch so hart zu essen, finde ich so. Es ist so, keine Ahnung. Ja, aber ich finde das nicht schlecht. Ich finde das ganz cool. So richtig knusprig halt. Ja, okay, nicht knusprig, so saftig, so knackig. Knusprige Äpfel. Ja. Knusprige Äpfel, das ist genauso. Das ist ein Mysterium, genauso wie die Gunpowder-Spitzhacke oder die Steak-Spitzhacke, Leute. Ihr wisst Bescheid. Was ich alles craft in dem Projekt. Das hat Notch noch nicht gesehen. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es 1.12 ist es dann. Gunpowder Pickaxe. Hast du ja damals auch eine 1.9 gecallt mit deinen Pfeilen damals? Die Titan-Pfeile, Alter. Mhm. Ach. Ich hab Chap sogar getroffen, ich hätte ihm das sagen sollen. Aber es war halt einen Tag davor, bevor die Änderungen vorgestellt wurden. Auf der Minecon. Wahrscheinlich, dann so direkt. Ich verklage ihn einfach so direkt. Mein Vertipp. So, mein Axt ist rippig, ich baue noch den Baum hier ab. Ja, würde ich ihn treffen, würde ich ihn ein bisschen so Richtung PvP vielleicht. Bringst du mal suchen, Bad. Ja, also, wenn's Soup-Healing halt wirklich in der Vanilla-Minecraft-Dings gehen würde, also. Eieiei. Der Jab. Oh. Ich hab ein fucking Durability verbraucht auf meinem krassen Schwert. Auf dem Sharp 4, ne? Ja. Okay. Komm, Äpfel. Ich hab jetzt 5 Stück. Ich hab 12. Ja, das passt aber fürs Erste. Sammelst du die ganze Zeit meine Äpfel ein? Kann das sein? Ja, was? Nein. Apfel lieber am Start wieder. Ich kann deine Schuhe übrigens machen, ne? Ja, ich hab auch fast 7 Level. Ja, aber du hebst ja auch für dein Schwert, ne? Ja, genau. Stimmt, ist ja gar nicht mehr so viel dann eigentlich. Das sollte schon passen so. So. Ich mach da mal kurz schon meine Gaps, ne? Ich bin wieder zurück bei der Base. Jo. Hey, du hast auch ein Stack. Hast du ein Stack? Ja, ich hab ganz genau ein Stack. Wo kommt die Kuh hier schon wieder her? Die tauchen einfach hier auf die ganze Zeit. Ich meine, ich beschwere mich nicht drüber, aber. Warte, wie? Du hattest jetzt 4, ich hab 12. Da haben wir eigentlich ja schon genug. Mhm. Aber wir wollen ein bisschen Spare. Ich hab grad eine Karotte gekriegt. Von einem Zombie? Ja, ich heb ihn lieber auf, ne? Weil, wenn wir Bohnen hier noch kriegen. Im Notfall. Ich habe hier einen Höhleneingang gefunden. Also so ein Staircase. Okay. In einem Berg. Kann aber, glaube ich, irgendein random. Also, ich kann bestimmt aus der ersten Folge noch sowas sein. Übrigens, lass uns mal die Dias aufheben. Die wir haben. Wir haben 4 Stück. Lass sie mal aufheben. Ja. Zum Reparieren, ja. War auch fucking teuer. Es ist gut, ja. Gib mir mal deine Äpfel. Ich glaube, wir sind eigentlich durch. Ich habe 15 Stück. Du hast das Gold gelegt. Alright. Stell da mal gleich Amboss. Dann komme ich gerne nochmal vorbei. Ich kriege nur das Skelett, solange noch Nacht ist. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Jo. So 2 Minuten. So, wir haben 4 Äpfel Spare. Ich habe 23 Healing. 23 Gaps. Du hast das ganze Food übrigens jetzt. Ich gebe dir gleich wieder was, okay? Ich habe noch einen Apfel. Soll ich dir noch was abgeben? Also brauchst du den noch? Ja. Warte, ich hole die Kuh hier hinten noch, wenn ich hab schon da. Ja, ich farm auch nochmal ein paar Mobs. Lass aber gleich treffen, weil wir haben nicht mehr lange. Wir wollen ja noch zusammenpacken, ne? Jo, alles gut. Bin bei den Öfen halt. So, 9,5 Level, das passt schon. Ja, ich hab auch fast 9. Und da ist noch ein Creeper.
Ich weiß auch gar nicht, Leute, übrigens, ob, ich weiß gar nicht, ob wir vorhaben, überhaupt in den Nether zu gehen, in dem Projekt. Weil wir haben es bisher nicht gebraucht und wir brauchen es wahrscheinlich auch gar nicht. Was soll das denn? Nee, ist jetzt, also man kriegt auch so genug Level und das Risiko ist ja ziemlich groß. So, schlägst du mal einen Amboss und droppst du deine Schuhe? Ja. Hier. Hier, willst du die Dias haben zum Stacken? Ja. Ich hab sie da einfach mal, reingeworfen. Liegt hinter dir? So, jetzt habe ich vier Dias, okay, passt. Noch einen Apfel, brauchst du den noch? Ja, drop mir einfach die Äpfel. Wie viel Gaps hast du? Du hast 5, sind 28. Ich geb dir noch das Matten hier. Dann kriegst du. Heißt, du brauchst 9 Stück. Ah ja, aber das war jetzt voll dumm. Hier, jetzt solltest du 14 Stück haben, ja, oder? Ja, exakt. Brauchst du noch Food oder wie sieht's da bei dir aus jetzt? Okay, ich habe jetzt 71 Lammfleisch. Okay. Haben wir alles abgebaut? Ja, der Ofen hier noch, aber der ist eh wein, oder? Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, deine die Pfeile hätte ich dir noch geben können. Ja, passt, alles okay, gut. Passt. Gut, kann noch ein bisschen sortierter sein, das Inventar, aber wir haben auf jeden Fall das geschafft, was wir machen wollten. Wir haben jetzt beide 14 Gaps und das ist auf jeden Fall ziemlich lecker. Haben jetzt das Sharp 4 für mich, also Sharp 4, jetzt fehlt nicht mehr viel bis zum Sharp 5. Paar Level damit drei Schuhe. Also wir haben auf jeden Fall was, wir haben alles geschafft, was wir Wir haben Leder sogar, wollten. Wir haben Leder. Das heißt, wenn wir jetzt Zuckerrohr bekommen, dann könnten wir das mit meinem Feuerschwert machen, ne? Rein theoretisch. Ja, im Notfall können wir was anbauen. Aber das sind dann Pläne dabei für nach dem nächsten Kill. Wir wollen nämlich unbedingt fighten. Also wir werden jetzt wahrscheinlich ein, zwei Tage warten, damit wir ein paar Folgen auf Vorrat haben. Und dann werden wir, denke ich mal, joinen, wenn viele Leute auf dem Server sind. Mit der Chance, jemanden zu treffen. Ja, genau. Ja, das ist, denke ich, der Plan für die nächsten Folgen. Wenn euch das gefällt, dann lasst euch gerne Bewertung da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, morgen um 16 Uhr wieder. Minecraft Radio 4. Bis dahin, haut rein und ciao.